Und es geht weiter mit Deponia. Ich hoffe, du bist wieder mit dabei. Oh, ohne die Kommentare, was wäre ich, ey? Krass. Auf jeden Fall, bevor ich anfange, wollte ich nur mal kurz mitteilen, als Erinnerung, Leute, Tekken 8 wird auf Twitch gestreamt und partweise auf dem YouTube-Kanal dann hochgeladen. Wie gesagt, ihr könnt natürlich mir auf Twitch folgen oder ihr wartet, bis die Folgen dann hier hochgeladen sind. Partweise abonniert, aktiviert die Glocke, lasst eine Bewertung, schaut unten in der Videobeschreibung, da ist alles verlinkt. Ich muss es noch mal kurz erwähnen. So, aber jetzt weiter geht's mit Deponia. Leute, ich habe währenddessen, also bevor ich die Aufnahme gestartet habe, habe ich so, ich habe ja versucht, hier ein bisschen wieder die paar Sachen, Dinger zu machen, kombinieren. Und dann habe ich Luftballon mit Haken geschafft. Keine Ahnung, was es mir jetzt bringt. Und natürlich habe ich in den Kommentaren gelesen, ich soll zu Wenzel gehen und ich soll irgendwas hier mit den Fußfesseln machen, was ich immer noch nicht gecheckt habe. Und was mich immer noch aufregt, sind diese Handschellen. Ich habe gerade versucht, wirklich mit allen Dingen hier, alles habe ich versucht, das runterzubekommen, aber es kommt einfach nicht. Was ist das? Hä, was ist das? Das wusste ich jetzt gerade gar nicht. Es ist zu Feuerlöcher. schwer, mich mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Okay. Es ist zu schwer, mich mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja. Warte mal, was ist das? Das ist dann. Jetzt geht's hier aber auf. Hä, ich raff's gerade nicht so. Das ist wieder weg. Ah, stimmt, Dietrich. Irgendwo soll hier noch ein Dietrich sein. Ah, okay. Da komme ich aber nicht hin. Ah, schade. Ja, Fußfessel. Kann ich das hier reinmachen wieder? Okay, perfekt. Kann ich das wieder reinmachen? Ist Nein, aber halb so. Ich bin ja. schade, ich habe gedacht, vielleicht kann man es reinmachen. Okay, hier war eine Klappe. Ach so, kann ich das hier. Nein, dies ist ein trauriger Tag für Kuwak. Der Tag meiner Abreise. Moment mal, steht da etwa auf Nimmerwiedersehen Rufus auf den Ballons? Oh. Okay, ziehen wir den Hebel wieder. Ziehen wir den Hebel eins hoch. Okay, der ist zu hier. Aber warte mal. Warte, 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 warte. Komm mal raus. Komm mal da raus. Ich glaube, ich hab's. Ich habe das schon mal in den letzten Videos erwähnt, ob man da was reinmachen kann. So, da wo der Feuerlöscher drin war, tun wir die Fußfesseln rein. So, Hebel hoch. Zack. Aber jetzt habe Strike. Oh, okay. Okay. Nehme ich mit. Sehr gerne. Aber wie bekomme ich diesen Dietrich jetzt, ist die Frage. Kann ich da irgendwas machen mit. Das sitzt auch so schon fest genug. Das habe ich Nein, schon. der Tag, Moment. Achso, das habe ich schon gemacht. Hä? Warum? Kann ich das wieder nehmen? Das bringt mir doch gar nichts. Nein, dies der Tag. Moment mal. Hey, das war jetzt random, ey. Ich wollte gerade alles versuchen. Ich wollte dann cutten so. Einfach. Hey, was ändert sich da? Aber da ändert sich doch gar nichts. Hey, ich check gerade nicht, was es mir gebracht hat. Doch, warte mal, das ist doch jetzt offen. Das geht ja nicht mehr zu.
Warte, warte, warte. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit diesem Stier machen soll. Da muss ich mich auch noch drum kümmern. Ah, jetzt bin ich hier drin. Geil. Dietrich. Was war da noch? Da war noch irgendwas. Zellengitter. Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Es hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Ja. Hab vergessen, Dreieck zu drücken. Okay, es hat jetzt alles hier funktioniert, wie ich wollte. Gibt es noch irgendwas? Habe ich irgendwas übersehen? So, jetzt geht's aber komplett, ja. Jetzt war auch so immer komplett offen. Gibt's noch was? Okay, das hätten wir dann, aber ich wollte mal runter zum Stier gehen. Denn ich habe ja jetzt Da ein ist paar ein Loch. Sachen. Kannst du einfach da runter gehen, Rufus? Geh einfach runter. Ey, was ist mit dir? Geh doch einfach runter. So, Stierlein, Stierlein, Stierlein. Toro! Hey, Toro! Wenn überhaupt, hat ihn das nur noch mehr gelangweilt. Okay. Okay, gucken wir mal, was wir hier haben. Roter Vorhang. Toro! Hey! Ha! Okay. Kann ich das hier irgendwas machen? Okay. Toro! Hat geklappt. Hey! Toro, habe ich gesagt! Ha! Was nutzt... Das bringt ja gar nichts. Ja, das bringt mir alles nichts. Das bringt mir alles nichts gerade, glaube ich. Ich weiß nicht. Was ist mit dem Schild da? Hä? Ich habe auf den Stier Eine gedrückt, der geht brillante auf Idee. Dinger. Was könnte einem einsamen Stier besser gefallen als ein gut gekühltes Glas Plörre? Ich wollte nicht mal dahinter. Okay, Hä? dann eben die Was Kuh. geht gerade ab? Hauptsache, es hat funktioniert. Ich fühle mich gerade wie Rufus. Können wir jetzt irgendwas machen? Toro! Können wir... Und heute, liebe Kinder? Zeigt euch der Aha. Onkel Rufus, wie man einem ausgewachsenen Stier Blut abnimmt. So schon mal nicht. Okay, was ist aber... Der steht jetzt voll auf dieses Bild da. Blut abnimmt. Da muss irgendwas sein, Alter. Ey. Was Blut? Keine Ahnung, was da sein soll. Aber irgendwas muss man machen können. Keine Ahnung. Das lasse ich jetzt erstmal. Das war jetzt richtig random. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ich habe keine Ahnung. Also da muss irgendwas passieren. Vielleicht brauche ich noch irgendwas. Vielleicht bekomme ich es vom Wenzel. Keine Ahnung. Jetzt erstmal zu Wenzel. Was eigentlich mit Dinger? Toni, ey. Bei der musst du auch noch was machen. Ich hab sogar was. Aber das funktioniert nicht. Wo war das? Da. Ich hab diesen Fall, aber ich brauch so ein. Wo man spucken kann. Ich habe keine Ahnung, ey. Egal, ich mache jetzt erstmal Wenzel. So, Wenzel, Wenzel, Wenzel. Hey Wenzel, was gibt es? Du blockierst die wahrscheinlich für meinen Erbe zurück. Vielleicht kannst du mir helfen, ein paar Sachen. Bis spät, Nein. genau. Hä? Kann ich irgendwas hier machen? Wenn mich mein brillanter Orientierungssinn nicht trügt, Der Dusche. Ach so, muss ich vielleicht Dinger. Ich muss, also ne, ich irgendwas muss ich bei Wenzel machen, 100%. Habe ich was vergessen? Nein.
Soll ich da irgendwie was reinmachen? Gute Idee, wenn die Ballons nur nicht so schlapp rumhängen würden, wie Wenzel immer. Okay, ich habe auch einen Ballon, wo nicht schlapp rum. Aha. Oh. Oh, nice. Irgendwie war das nicht so witzig, wie ich dachte. Okay, das mit Ballon war jetzt auch krass. Jetzt ist dort aufgegangen. Warte, Wenzel, ich komm gleich. Warte, du ab. Also, Rufus, wenn er redet, gibt er eigentlich ein paar Hinweise dadurch, also was man machen muss. Ich check's langsam, ich blick langsam das Spiel, ey, endlich. Hat zwar ein bisschen länger gedauert, aber der gibt dadurch Hinweise. Ich habe das mit dem Ballon jetzt gecheckt, weil er gesagt hat, wenn die nicht so lahm rumhängen würden. Da ist mir angefangen, hey, ich habe doch einen Ballon. Aber das mit dem Dinger war auch random, dieser Haken da. Dass ich die zusammengefügt habe. Kann ich jetzt. Zack. Ach so, nein, nein, ich muss es doch erst kicken. Perfekt. So, das war's, Wenzel. Zack. Raus da. Hä? Muss ich nochmal machen? Hä, ich raff's grad nicht. Oh, mein Kopf, ey. Ich brauche Hinweise. Okay, warte, jetzt können wir irgendwas zusammenfügen. Eigentlich sind Trichter was für Feiglinge, aber nach dem dritten explodierten Öltank. Das muss nicht umgefüllt werden. Ich muss den Trichter erst irgendwo reinstecken. Hä? Was meint er damit? Den Trichter erst irgendwo reinstecken. So, das hier. Das muss nicht umgefüllt werden. Ich raff's grad nicht. Das muss nicht umgefüllt. Das muss nicht umgefüllt. Hä? Hey, Wenzel, Mann, ey, du nervst mich, ey. Habe ich hier irgendwas verpeilt oder so? Kann man irgendwas hier mit dem Wasserhahn machen? Also ich habe gerade gedacht, ich habe irgendwas gefunden. Ich kann halt nichts machen, ey. Auch nicht mit dem Wasserhahn. Mm-mm. Okay, da muss ich runter. Also das heißt irgendwas hier. Wenn mich mein brillanter Orientierungssinn nicht trügt, müsste ich jetzt direkt unter der Dusche sein. Ja, weiter. Nicht kleckern, sondern klotzen, war schon das Motto meines Vaters. Ich persönlich finde Kleckern gar nicht so verwerflich. Das ist schon mal keine... Ach, ich finde, dumm. Ich komme ganz gut vor. Ja, sorry, du hast recht. Für Deponia ist der Vorhang schon lang. Die Aftershow-Party steigt... Elysium. Ich brauche kein Zieltraining mehr. Ich bin bereit für den ganz großen Wurf. Ja, aber kannst Toni nicht treffen vom Fenster, weil du irgendwas das brauchst. Das ist doch so... Hä? Ja, natürlich. Ja, macht Sinn. Alter. Wie gesagt, ich muss immer so manchmal testen, dann kommt random irgendwas. Jetzt ist da auch ein Loch. Also drei Löcher. Ja, es war ein bisschen lame jetzt, dass ich das so herausgefunden habe. Aber egal. Manchmal musst du einfach mal alle Sachen testen und versuchen machen, anstatt so viel nachzudenken. Aber dann war es das jetzt so damit, Wenzel. Ey, Wenzel, ich will nichts mehr von dir hören. Ich will, dass du da rausgehst. Ich will, dass er da wegrennt. Let's go. Zack, jawohl. Raus mit dir. Der arme Wenzel, sein zartes Herz wird brechen, wenn er merkt, dass die Quelle in seinem Keller nicht echt ist. Schnell, bevor ich es verpasse. Ja, Mann, das will ich jetzt auch sehen. Hahaha, Wenzel. Hahaha. Yes. Wenzel. Wenzel? Ich bin hier unten. Komm schnell. Du wirst es kaum glauben. Der arme Wenzel denkt noch immer, er hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur eine Überschwemmung im Keller. So
So ein Pech. Ich habe eine Wasserader gefunden. Weißt du, Wenzel, freu dich lieber nicht zu früh. Manchmal denkt man, man hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur... Moment mal, das ist ja tatsächlich eine Wasserader. Unglaublich, nicht wahr? Ich bin reich. Aber das kann doch gar nicht sein. Das verdanke ich nur dir. Beziehungsweise der Wünschelrute deines Vaters. Du bist ein wahrer Freund. Weißt du was? Du hast mit mir geteilt und jetzt teile ich mit dir. Wirklich? Natürlich. Und zwar diesen glücklichen Moment des Triumphes. Hey, lass ihn uns zusammen genießen. Hörst du auch dieses Knirschen? Es sind nicht meine Zähne. Aha, ich bin reif. Harte, können wir davon was nehmen? Da, ich sehe es ganz genau. Steine. Und da schwimmt ein toter Käfer. Klares Wasser. Tschö. Wünschelrute. Jawohl. Jetzt haben wir das auch mitgenommen. Ich will mit Wenzels stinkender Quelle nichts zu tun haben. Okay, chill doch. Du hast auch dafür gesorgt, beziehungsweise wir haben es gemacht, also beruhig dich jetzt. So. Und das mit dem Toro, diese Dinger weiß ich auch nicht. Ich habe da irgendwas geschafft. Aha. Ah, Rufus. Ich glaube, du kannst mir gratulieren. Der Bürgermeister war ganz angetan von meinem Fund. Er meint, die Ader macht Kuwak zu einer der drei reichsten Siedlungen im Südquadranten. Er wartet jetzt nur noch den letzten Anwärter ab, aber bislang habe ich die stärkste Bewerbung. Du sollst Goal bei dir aufnehmen? Ha, dass ich nicht lache. Was denn? Mit der Wasserader auf meinem Grundstück bin ich einer der einflussreichsten Männer Kuwaks. Und mit einer Orbit-Elfe im Haus könnte ich sogar Ehrenbürger werden. Wer weiß, vielleicht trete ich sogar eines Tages in die Fußstapfen deines Vaters. Aber ich habe sie gerettet und ich werde sie auch bei mir aufnehmen. Ach, Rufus, du hast doch nicht mal ein eigenes Haus. Was willst du dem Bürgermeister also erzählen? Naja, ich... Nummer 63, bitte! Oh, wie der schreit, ey. Wenn sie... Ich bin falsch gelaufen. Wenn sie geh beiseite, ey. Irgendwie ist der auch sympathisch, aber Lutek, irgendwie nervt er mich. Ich muss mit ihnen reden. Es geht um... Wo ist der? Lutek? Hm? Was? Wer stört? Huh? Schlafen Sie etwa im Schreibtisch? Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Vor mir hat bereits sein Vater hier geschlafen. Das war allerdings, bevor er die Dorfgemeinschaft im Stich ließ. Ich kann ihn nur allzu gut verstehen. Dich hat er auch einfach zurückgelassen. Trotzdem, wie kann man nur in einem Schreibtisch schlafen? Zugegeben, er steht nicht richtig zum Erdmagnetfeld. Aber dein Vater hat extra ein Gerät einbauen lassen, um das zu korrigieren. Was? Ich bin wegen der Elysianerin hier. Das sind sie alle, aber du kommst zu spät. Die Anhörung ist abgeschlossen. Abgeschlossen? Hä? Aber ich hab sie gefunden. Soweit ich weiß, hat Hanek sie gefunden. Ich hab sie vorher gefunden. Und sie einfach liegen lassen? Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Aber sie verdankt mir ihr Leben. Schwer vorstellbar, wo sich doch 90% aller Verletzungen in Kuwak auf dich zurückführen lassen. Aber davon sind wiederum 90% meine eigenen Verletzungen. Hör mal, Rufus, immer wenn Chaos in Kuwak ausbricht, bist du die Ursache. Am Ende ist es wahrscheinlich sogar deine Schuld, dass das Mädchen vom Himmel gefallen ist. Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Aber sie muss zurück in ihre Welt. Zurück nach Elysium? Guter Witz! Du weißt besser als jeder andere, dass es keine Möglichkeit gibt, Deponia zu verlassen.
Nichts, was jemals auf Deponia gelandet ist, kommt hier je wieder weg. Mein Vater hat es geschafft. Das ist weder wahrscheinlich noch beweisbar. Ich verstehe ja, dass du gerne daran glauben möchtest. Aber viel wahrscheinlicher ist doch, dass dein Vater bei dem Versuch in irgendeinem Müllberg gelandet ist. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die... Ja. Na, so ein Pech. Wie ungewohnt einsichtig von dir. Meine Entscheidung ist gefallen und du kannst nichts mehr daran ändern. Mir gehen die Argumente aus. Endlich. Ist noch was? Ich muss nämlich langsam mal in den Sitzungssaal. Sitzungssaal? Und ob. Was denn jetzt noch? Das Mädchen gehört zu mir. Falsch. Ich habe bereits anders entschieden. Mir gehen die... Endlich. Ist noch was? Und was? Ich will meinen Wohnsitz abmelden, anstatt den Schreibtisch zu verrücken. Manipulieren Sie lieber das Erdmagnetfeld. Wann macht die Post auf? Wann immer ich es für richtig halte. Denn ich bin der Bürgermeister. Was für eine bescheuerte Regel. Die hat dein Vater eingeführt. Bescheuert, aber nicht übel. Hm. Anstatt den Schreibtisch zu verrücken, hat mein Vater lieber das Erdmagnetfeld manipuliert? Er war der egozentrischste Sturkopf, den ich jemals erlebt habe. Das ist doch gelogen. Ach ja? Warum denkst du, hat er dich hier zurückgelassen? Weil ihm alle anderen Menschen egal waren. Selbst sein eigener Sohn. Eine traurige Ironie, dass du trotzdem genauso egoistisch geworden bist wie er. Egoistisch? Ich? Ich habe gerade erst mein Leben aufs Spiel gesetzt, um eine Frau aus den Klauen des Organons zu retten. Ohne jeden Hintergedanken, nehme ich an. Ja. Hervorragend. Sie werden noch ganz schön gucken, Lotek. Ich werde diese Frau retten. Und dann wird jeder Mensch auf diesem Planeten sehen, wie uneigennützig ich bin. Aber dann ist es zu spät. Dann sitze ich nämlich bereits in Elysium bei einem Cocktail und lache über euch Idioten, die ihr weiterhin im Schutt wühlen müsst. So. Ich will meinen Wohnsitz abmelden. Kein Sinn auf einmal. Du hast doch gar keinen Wohnsitz. Du schnorchst dich bei deiner Ex-Freundin durch. Immerhin schlafe ich nicht in einer Schreibtischschublade. Zügle deine Zunge, Bursche. Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Wenn dich doch nur dein Vater so reden hören könnte. Immerhin hat er hier vor mir gearbeitet. Sie meinen geschlafen? Du weißt doch gar nicht, was Arbeit bedeutet. Wenn du nur ein wenig fleißiger gewesen wärst, hättest du ohne weiteres in die Fußstapfen deines Vaters treten können. Die Fußstapfen meines Vaters führen weg von diesem Planeten. Und da werde ich auch hinkommen. Und du denkst, dass du das ohne Arbeit erreichen wirst? Ich kann den alten Mann verstehen, dass er dich nicht mitnehmen wollte. Autsch. Ich komme immer noch nicht über diese Sache mit dem Erdmagnetfeld hinweg. Es ist, wie es ist. Dein Vater hat ein Gerät installiert, das das Erdmagnetfeld manipuliert. Und das nur, damit er in Richtung des Erdmagnetfelds schlafen kann. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Es funktioniert aber. Ich schlafe wie ein Baby. Der einzige Nachteil ist, dass ständig irgendwelche Brieftauben gegen das Fenster fliegen. Das Mädchen gehört zu mir. Falsch, ich habe bereits... Mir gehen... Ist noch was? Nein. Nein, nichts weiter. Dann sieh zu, dass du wegkommst. Okay, ich kann hier ein paar Sachen jetzt machen. Wasser-Emblem. Kann ich direkt benutzen. Ja, das war so klar. Nanu, was ist denn das? Ein Geheimfach. Sieht so aus, als käme ich Dads Geheimnis am Ende doch noch auf die Schliche. Was habe ich gemacht? Kann ich nochmal klingeln? Nein, ich will die Schublade nicht zumachen. Da ist Schrankschlüssel, für welchen Schrank auch immer. Ein Schlüssel? Mein Vater wusste, dass ich so clever sein würde, ihn zu finden. Wie viel ich dafür wohl bekomme, wenn ich ihn einschmelze? Okay, mach mal wieder zu. Und wo ist jetzt die Dinger? Nächster, bitte! Ich bin wohl der Letzte. Umso besser. Wer soll nach mir auch noch groß kommen?
Nächster bitte! Ey, die seine Stimme, ey. Hä, ist der nicht hier drin, ey? Schublade. Okay. Fernschreiber. M-A-C-H-T-S. Macht. G-U-T. Gut. I-H-R. Ja. I. 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 Alles klar. Verdammt, jetzt habe ich den Faden verloren. Ach, Rufus. Was hatte ich hier noch? Ich hatte das. Ich hatte die Klingel. Das. Globus. Hä? Oha, aus dem Globus kommt einfach ein Glas und ein Schlüsselloch. Das ist zwar alles unnötig kompliziert, aber wahrscheinlich wollte Dad sicher gehen, dass nur ich so weit komme. An sein großes Geheimnis. Sein Vermächtnis. An seinen Schnapsschrank. Ich hab grad gedacht, krass, was kommt jetzt? Schnaps? Kann ich noch eins mitnehmen? Nein. Kann ich hier irgendwas mit dem Glas machen? Oh, nicht. Okay, ich glaube, ich wäre hier dann fertig. Wasser-Emblem. Nanu, er ist weg. Hä? Naja, auch gut. Der ist einfach weg. Kann ich da noch was machen? Kissen? Was ist das? Erdmagnetfeld? Ein Gerät, das Erdmagnetfeld manipuliert. Die Idee hätte von mir sein können. Ach so, das ist das, was er gesagt hatte. Naja, okay. Gibt's noch was? Habe ich wieder irgendwas vergessen? Klingel? Okay, das geht dann wieder rein. Sonst, ich muss halt echt aufpassen, ich darf nichts verpeilen. Ich glaube, diese Folge läuft wirklich gut. Diese Folge ist. Der sagt, er geht ins Sitzungssaal. Ich kann nicht empfehlen, sie in diesem Zustand zu bewegen. Was ist denn das für ein Zustand? Ich verstehe es immer noch nicht. Ich meine, ist sie tot? Nein, nein. Ihr Körper ist lebendig und gesund. Es ist ihr Bewusstsein. Es ist inaktiv. Also schläft sie. Es ist schon ein wenig komplizierter. Ich glaube, es hat mit diesem Implantat zu tun. Es ist defekt. Ein Bewusstseinsimplantat? Gibt es denn keinen Schalter? Eine Sicherung. Vielleicht sind die Kontakte verrostet. Das passiert mir bei meiner Gegensprechanlage ständig. Ich habe alles überprüft. Aber das ist elysianische Technologie. Ich habe keine Idee, wie man sie bedient. Ich habe ja nicht einmal einen passenden Schraubenschlüssel. Und wann kann ich sie denn endlich mitnehmen? Erst einmal muss sie aufwachen. Okay, okay, ich sehe schon. Diese Situation erfordert eine Regierungsentscheidung. Wir machen es so. Wenn du sie aufwecken kannst, kannst du sie auch haben. Was ist das für ein S von dem Bürgermeister? Rufus, du hast hier nichts zu suchen. Aber ich habe einen Plan. Deine Pläne sind mir bekannt. Du denkst nichts richtig zu Ende. Alles, was du erreichst, ist ein großes Chaos. Und am Ende gibt es eine Explosion. Na, das wollen wir doch mal sehen. Ich warne dich. Halte dich von dem Mädchen fern. Alle, beruhigt euch mal alle jetzt, ey. Oh, aber Rufus. Sie sind nicht unantastbar, Lotek. Vergessen Sie das nie. Was kann ich da machen? Tasche. Das Erdmagnetfeld zu manipulieren fällt garantiert unter Amtsmissbrauch. Bei mir ist es okay. Ich bekleide ja kein Amt. Gizmo. Dr. Gizmo? Was denn jetzt noch? Okay. Ich will einen Notfall melden. Ich höre. Feuer! Unmöglich! Das hätte meine Brandschutzsensorik schon längst detektiert. Oha! Sie haben eine eigene Brandschutzsensorik? Ja, die wurde nötig, als du 8 wurdest. Das war mein letzter Geburtstag mit Dad zusammen. Es gab einen Kuchen.
Und ich glaube, ich erinnere mich sogar an ein dann Feuerwerk. Dann Diebstahl lieber. Ich mich vielleicht auch. Geht er dann mal weg. 8 Kerzen alles anrichten können. Diebstahl. Unmöglich. Das hätte meine Diebstahl. Oh, Halle. Was hat der alles? Sie haben eine eigene Diebstahlsensorik? Wie du nur allzu gut weißt, vereine ich alle Notfallpräventionsaufgaben des Dorfes in meiner Person. Ein kleines Dorf wie Kuwak ist einfach nicht groß genug für getrennte Arztpraxen, Feuerwachen und Gendarmerien. Sollte man zumindest meinen. Seit deinem 8. Lebensjahr sehe ich das allerdings etwas anders. Ich habe da dieses Zwicken im Rücken. Ich empfehle Bettruhe. Also, verschwinde. Okay. Doch kein Notfall. Aus deinem Munde klingt das fast so schön, um wahr zu sein. Okay. Danke fürs Gespräch. Nichts zu danken. Die werden von dir nicht weggehen. Also, das bringt mir gerade hier alles gar nichts. Eigentlich sollte ich mit denen allen reden, aber das bringt mir alles gerade nichts. Ich raff nicht, was ich machen soll, ey. Soll ich den kurz nerven? Hallo, warte. Lotti. Du schon wieder? Bin ich jetzt endlich dran? Ja, doch. Ich habe dich doch auch schon aufgerufen. Oder etwa nicht? Na, ich hab ich gedacht. Lass dich nicht. Ich hab gedacht, ich kann den jetzt aufregen ein bisschen, aber hat nicht geklappt. Schade. Was mache ich jetzt? Wenzel geklärt. Toni. Und diese Dinger da. Ich muss jetzt auf. Okay. Ich muss auf alle Tasten drücken. Ich merke schon. Ich fange mal mit dem Stier an. Wir machen es jetzt anders. Ich habe keine andere Wahl. Kann ich eigentlich jetzt auf die reiten? Ich habe Tonis Lachen immer noch im Ohr. Ich werde nie wieder versuchen, auf einem verliebten Stier zu reiten. Das ist unter meinem Niveau. Okay. Du guckst die so Ach, an. Ja, die Liebe. Keiner kann mehr behaupten, dass ich davon nichts verstehe. Was kann ich machen? Vielleicht mit Zahnbohrer. Ja, genau. Vielleicht ein das Loch oder so. Das würde den Stier nur ärgern. Aber noch nicht genug. Ach so, geht's nicht. Chilischote? Das würde den Stier nur ärgern. Aber noch... Lieber mal irgendwas... Nicht. Auch nicht. Schnaps. Das würde den Stier nur ärgern. Aber noch nicht genug. Ah, warte mal. Ich habe hier Glas und Schnaps. Ist da was das drin? Das würde den Stier nur ärgern. Aber noch nicht genug. Warte mal. Und ich habe hier dieses Energieding. Kann ich das da reinmachen? Oh mein Gott, ey! Haha. Krass! Ich habe die Säure abgefüllt, ohne mich zu verletzen. Hierauf will ich mein Glas erheben. Ey, der ist so dumm. So, was haben wir jetzt hier? Glas mit energiereichem Wasser. Geil. Und was ist da mit dem Schnaps? Okay, das gehört dann wohl nicht dazu. Oder? Also ich kann das jetzt nicht zusammen machen. Dem Wasser oder? Fehlt nur noch etwas Nein, Belebendes. Geht nicht, glaube ich. Hä? Auch? Hä? Jetzt raff ich gar nichts mehr. Man kann zwei Sachen... Jetzt, mein Kopf ist noch mehr genug. Man kann zwei... Ey, nein. Energiereiches, klares Wasser. Mein Kopf... Dem Wasser? Mein Kopf gerade, ey. Mein Kopf kocht gerade. Das würde den Stier nur, aber noch. Okay, kann ich, was kann ich da machen? Ah, das konnte ich drüber hängen vorhin, gell? Warte mal. Oh, ja, wieder den... Macht dich das etwa wütend? Hä? Ein geübter Matador wie ich weiß halt, wie er das Blut eines Stieres zum Kochen bringt. Ach so, oh mein Gott. Ist, die durch die Schleuder Ach. Wird. Okay, weil er jetzt seine Geliebte sozusagen nicht sehen kann. Tja, ein geübter Matador. Tja. Tickt er aus. Das heißt, ich könnte jetzt das hier nehmen. Ja, nein, ich gehe drauf. Gleich nochmal. Okay. Gleich nochmal.
gleich nochmal. Bringt nichts. Kann ich diese Zeige nicht hier aufmachen? Wo ist es? Da. Und heute, liebe Kinder, zeigt euch der Onkel Rufus, wie man einem ausgewachsenen Stier Blut abnimmt. Hm, so schon mal nicht. Ey, Mann, ey. Ich habe mal gehört, dass Stierblut den Geist belebt. Ah, stimmt. Das ist es. Das ist es. Der Stier ist wütend und Zeit für ein Rodé. Ja, aber du bretterst. Wir brauchen irgendwas, damit du da fest bist. Ist genug. Zeit für ein Rodeo. Okay, das bringt mir alles nichts. Oh, geile, das habe ich auch geschafft. Das freut mich gerade. Kann ich jetzt, muss ich hier weiter testen, was ich vielleicht zusammenfügen kann. Vielleicht die Wünschelrute rührt sich nicht. Offenbar erkennt sie nur klares Wasser. Hä? Hm. Der Trichter würde ein hervorragendes Blasrohr abgeben. Oh mein Gott, ey, ich glaub's nicht, Mann. Tatsache. Ey, guck mal. Ich sag gar nichts mehr. Au! Was zum? Ein Dartpfeil? Hä, bringt das überhaupt was? Reich? Und? Ach, was rege ich mich eigentlich so auf? Strike! Jawohl, easy, direkt. Toni! Hey, Toni, ich nehme mir ein paar von den Coupons, okay? Ich kann nicht mehr gesagt haben, dass ich auch... Und wo wir gerade dabei sind, übernimmst du diese Woche doch nochmal den Abwasch? Und du kannst das nicht nennen. Da ist er. So gefällt mir Toni gleich viel besser. Ich hatte schon Angst, ihr Körper sei inzwischen immun gegen Beruhigungsmittel. Ich habe übrigens neulich deine Familienfotos als Isoliermaterial für einen Wetterballon benutzt. Moment mal, was? Sagtest du irgendwas von Wetterballons? Nein, ich sagte Coupons. Donnerwetter? Was für tolle Coupons. Lass die Finger davon. Die sind abgezählt. Oha, die ist direkt wieder Dinger geworden. Kram. Gewichte, Anker, was man halt so braucht, um ewig auf der Stelle... Okay. Diese Kurbel und Mühle, ey. Ich kann da auch irgendetwas machen. Ich weiß nicht, was. Nicht einmal dem Vorschlag schenke ich Beachtung. Okay, das hat nicht funktioniert. Nein, ich wollte doch... Wieso gehst du raus? Ich wollte doch was versuchen. Mühle. Eine jetzt. Ganze Chilischote. Okay, es hat funktioniert. Das war's. Und jetzt fehlen Kurbeln. Noch zwei Zutaten. Zwei Zutaten? Achso, die wollte ja Zutaten. Was wollte die nochmal? Hast du zufällig Kaffee hier? Seit du bei mir wohnst, nur noch schon Kaffee. Und selbst das ist noch zu viel. Vielleicht sollte ich die Kaffeemühle da langsam mal aus dem Laden schaffen. Die nimmt nur Platz weg. Wie du. Ich brauche dringend ein paar Zutaten. Wenn nichts mehr im Kühlschrank ist, bekommst du auch nichts. Nein, ah, ich meinte... Das Thema ist beendet. Verdien dein eigenes Geld. Ich muss weg. Das sag aber du. Okay, was kann ich noch einmal machen? Das ist doch so schon lang. Nein. Wieso? Ich weiß nicht, warum das von alleine darüber geht, ey. Keine Ahnung. Ich versuche hier bei der Mühle was zu machen. Eine Prise Schwarzpulver. Okay, es hat auch funktioniert. Jetzt noch eine Sache. Was ich nicht habe. Laut Rezept kommen Pulver und Wasser getrennt in die Maschine. Ach so, okay, das ist das, was ich mache. Ah, okay, gecheckt. Gecheckt. Okay, zwei Sachen sind drin. So.
das hätten wir dann auch. Ich würde noch mal im Rathaus diese Dinger, die Coupons da einlösen wegen dem Postamt. Öffnungszeiten. Ich sagte, weg da, das Postamt bleibt geschlossen, bis die Uhr am Öffnungsschild wieder da ist. Die Uhr am Öffnungsschild? Die Post öffnet wieder um Uhr. Um Uhr. Um welche Uhr denn? Hier fehlt doch was. Hier fehlt schon wieder was. Shit. Kann ich damit immer? Kann ich? Ach so, das haben wir schon gemacht mit der Wasserquelle. Da hatte doch das gefunden. Das haben wir ja fertig. Ja gut, ich glaube, ich habe dann nichts mehr zu tun. Nur noch das mit dem Stier. Und ist bestimmt auch irgendwas. Geh mal kurz in die Kasse. Hanek, my friend. Lonzo. Ich nenne ihn auch Lorenzo. Warum wohl? Ich habe ein Glas. Dem Wasser fehlt nur noch etwas Belebendes. Okay. Der ist der krasseste. Dann noch Notfallstation. Haben wir da noch irgendwas? Okay, die Handschellen kann ich nicht mehr hier nehmen, oder? Nein. Ah, genau das hier. Das da oben. Chill mal. So, jetzt habe ich auch einen Dietrich. Oder geht's mit dem hier? Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Okay, ich denke Dietrich, weil das ja auch bei Tonis Dinger war. Ist so schwer. Ich bin ja. Easy. Was haben wir da? Spritze? Ich hasse Spritzen. Zum Glück bin ich mittlerweile immun gegen Tetanus. Ich frage mich, wie das Zeug schmeckt. Bisher habe ich es immer nur direkt ins Herz bekommen. Was habe ich da jetzt bekommen? Spritze und Aufputschmittel. Ja, Aufputschmittel habe ich doch gebraucht. Spritze. Auf der Spritze steht nur zur Blutabnahme. Als ob man dafür ein extra Gerät bräuchte. Kann ich das jetzt... Auf der Spritze, als ob man dafür ein... Kann ich diesen Mittel jetzt bei dieser Mühle reinmachen, oder? Ich versuch's mal. Ich will da runter. Ey. Aber ich bin ja... So. Oh, mit dem... Hier habe ich echt keine Ahnung. Soll ich den die Spritze geben, dass der runterkommt? Zum Tonis Laden. Aufputschmittel. So, zack. Und Kurbel. Hab's, jawohl. Ich nenne die Mischung Rufus schonungslos. Der Jungfrauenkiller. Oder Retter? Nein, Killer klingt cooler. Haben es geschafft, geil. Was haben wir jetzt? Kaffeepulver. Kaffeepulver hätten wir. Und jetzt nur noch das mit dem Stier, was ich wirklich nicht... Warte mal, Spritze. Nur zum Blutabnahme. Ey, guck. Ich könnte das jetzt eigentlich schon machen, als ich vorbeigelaufen bin, aber ich hab's nicht gerafft. Ich hab's nicht gerafft. Nur zur Blutabnahme. Dann hätten wir alles.
Oh, krass. Ey, das war krass, ey. Wenn es jetzt wirklich natürlich funktioniert. So, Kinder. Freigegeben ab 18. Der Blutmodus. Immer noch unter meinem Niveau, aber wenigstens sind die Taurintanks jetzt auf. Einem zornigen Stier Blut abzapfen? Kinderspiel. Was macht er? Oha! Stierblut? Check. Okay, weg hier. Und jetzt fügen wir das auch da rein. Sauber. Das besondere Wasser hätte ich schon mal. Zack. Ende Gelände. Und jetzt gehen wir zu Enzo. Und der macht uns die Mische. Lonzos. Ey, ich nenne den Enzo. Ey. Egal, der bleibt Enzo für mich. Enzo, ich habe alles. Ab in den Tank damit. Und rate, was ich noch habe. Das Pulver kommt offenbar in dieses Fach da. Mach doch rein. Das Pulver kommt offenbar. Die Tasse ist noch mit Beton. Die Tasse ist noch mit Betonung. Willst du es nicht reinmachen? Ich sehe was anderes, was ich nicht raff. Das Pulver kommt offenbar in dieses Fach da. Ich hab doch das Pulver. Das Pulver habe ich schon mal. Ach so, da. Ich denk da rechts. Ab in den Tank damit. Das kommt da rein. So, das war's. Lonzo macht die Mische. Ich habe alle Zutaten gefunden. Wundervoll. Ich kann dir kaum sagen, wie gespannt ich bin, was jetzt passiert. Ich dachte, wir machen Espresso. Ja, du hast recht. Dies ist ein erhabener Moment. Wir sollten ihn nicht mit Bedenken über Atomkerninnendrücke zerstören. Atomkerninnendrücke? Höret, ihr Götter der Vorväter! Mit edelsten Zutaten und unter höchster Kompression bitten wir euch, öffnet die Pforte zum Espresso-Versum. Oh, Backe. Mehr Druck! Mehr Druck! Okay, okay. Sind wir tot? Nein, das fühlt sich anders an. Wie du weißt, habe ich dem Tod bereits einige Male in die Augen geblickt. Ach ja, habe ich vergessen. Dabei fällt mir ein, trägt Toni noch immer diese Kontaktlinsen? Psst, da passiert was. Aua. Puh. Ich glaube, das Zeug könnte seinen Zweck erfüllen. Okay, haben wir es jetzt. Okay, wir haben die Tasse. So, okay. Aber Leute, ich beende hier die Folge. Wir machen natürlich, wir geben die Espresso-Glas in der nächsten Folge. Oder, ja egal, Espresso einfach. Ich sag Espresso manchmal. Scheiß drauf, abonniert, aktiviert die Glocke, lasst eine Bewertung, schaut unten in der Videobeschreibung, da ist natürlich alles verlinkt. Hade.